Auf mein Kommando schießen wir auf alles, was wir sehen, okay? Eins. Alles klar. Eins, zwei, drei, aber alle töten! Yo, liebe Jungs, willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Ich sitze hier in meinem Apartment mit Kev. Hallo! Yo, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Ihr seht bei mir, das Bild ist richtig grün verschwommen, weil ich gerade mal von denen das Bon gezogen habe. Ja, die habe ich extra für dich hingestellt, mein Lieber. Das ist sehr freundlich von dir, du weißt da Bescheid. Ich zum Fernsehen. Ich habe auch extra schönes Fernsehprogramm für dich angemacht. Den ergänzt dich! Gönn dir! So. War nichts. Alles nicht. Klar. Das erste Mal, dass ich hier in deiner Butze bin. Hey, ich habe gar kein Problem mit der Bonk. Schon zu viel gezogen, wahrscheinlich. Doch, jetzt wird alles gut. Oh Gott. Aber wahrscheinlich durchs Fernrohr sieht alles noch besser aus jetzt. Das Fernrohr ist gar kein Unterschied. Ich finde es richtig schön, deine Wohnung. Das ist ja eine ganz andere als ich. Und ich glaube, ich werde hier häufiger mal vorbeikommen. Du sprichst so im Hall, ich kann gar nichts verstehen. Oh, nee. Aber wieso? Leute, wir haben wieso ja eine Pause. Wir haben die ganze Zeit wahrscheinlich hier nur an der Bon gezogen. Und deswegen gab es eine längere Pause. So ist GTA, es. Mehrere Tage. Also die Leute sind auf die Straße gegangen, haben Sachen angezündet in Frankfurt. Deswegen wegen uns. Aber... weil kein GTA war. Ja, aber wir sind zurück. Kev. Yeah, wir sind zurück. Ab ins Bett. Und wir machen jetzt, passend dazu, werden wir jetzt endlich die neuen Raubüberfälle, die neuen Heist-Missionen spielen. So und ist darum es. Gehen wir jetzt hier ein bisschen benebelt in diesen Raum. Was? Ich habe mich gerade bei dir links da gelegt. Ins Bett. Ich dachte, du legst dich dazu. Nein, komm raus aus meinem Bett. Ich dachte, das ist die neue Heist-Mission. Man soll heiß sein. Nein, komm raus aus meinem Bett. Heiß, Baby, heiß. Bring mir weiß dabei, was ich nicht weiß. Warte, ich hab mir hier mal mein Handy geschnappt. Ich sitze jetzt auf dem Sofa und ich plane hier einen Überfall, mein Lieber. Ich bin automatisch bei dir drin, mein Freund. Oh, das ist gut. Ja, geil. Und es gibt hier mehrere Heist-Missionen. Für alle, die Probleme haben beim Einloggen, die hatten wir auch, beziehungsweise ich. Das ist dann so, da stand dann Level 12 benötigt. Wir sind schon Level 50 oder so, ihr seht das. Dann ist es so, einmal neue Sitzung finden im GTA Online, ganz wichtig. Den ersten Anruf von Lester auf keinen Fall blocken, annehmen. Zu seinem Lagerhaus fahren, mit ihm reden und wieder auf seinen Anruf warten. Und dann wieder zurück ins Apartment und dann funktioniert's. Dann geht das Ganze klar. So ist es, dann geht das Ganze klar. Ich sitze hier mit meinem Handy auf der Couch, jetzt bin ich gerade aufgestanden, aber... jetzt ist Lester da! Ah, yes, this will, wo kam der denn her auf einmal? Alter, das ist ja wie in GTA Offline, nur wir beide zusammen, Digga, wie geil ist das denn? Lester! Der ist voll aggressiv, Alter. Und das ist natürlich auch Neuland für uns beide, das ist was ganz anderes, das ist Challenge XXL, würde ich sagen. Du musst ihm zuhören, er erzählt wichtige Sachen. Aber auch ich rede lieber mit den Leuten, das wirst du mir dann alles machen. Du bist das Hirn dieser Gruppe und ich bin die Muskeln. Ja, Rambo. Ich hau den einen in die Schnauze, dem einen in die Fresse, den töte ich. Mehr brauche ich nicht. Er übernimmt die Vorkosten? Ja, anscheinend. Das heißt, zusammen mit ihm klammert das Ganze hier. Und er bezahlt die Ausrüstung. Ja, Mann. Und wir könnten nur in den Knast landen, das heißt Risiko? Kein Risiko. Kein Risiko. Was ein Knast? Da brechen wir aus. Da waren wir schon tausendmal drin. Kev, du siehst aus wie ein richtiger Dummkopf im Spiel. Ey! Du bist so, machen wir. Swag. Ich bin die Muskeln dieses Pakets hier. Ja, das merke ich schon. Alles klar. Was machen wir denn jetzt? Die Vorbereitung. Steigen lässt das Auto. Oh, das war falsch, mein Lieber. Ich dachte, das verlässt das Auto. Ich dachte, das ist schöner. So. So, lässt das hinten drin. Warte, lass ihn rein. Okay, alles klar. Wir müssen uns vorbereiten. Und für alle, die jetzt sagen, Heist-Missionen sind richtig geil und sich wundern, hä, gibt es nur eine? Nein, es ist so, die erste muss man spielen und danach werden andere freigeschaltet. Okay. Ah, ich glaube, wir müssen ihn erstmal zur Bank bringen und er will das auschecken, oder? Was denkst du? Ich muss gerade erstmal Radio ausmachen. Ich bin das überfordert. Der gute alte Lester, was sagt er da?
Also wir fahren jetzt erst einmal eben zu dieser komischen Bank und dann beobachten wir das, oder wie? Ja, und der sagt, er hat irgendwelche Mädels auf der anderen Straßenseite, die immer Zeugen sind, oder keine Ahnung, die, ich glaube, der redet von Prostituierten. Ich glaube, der meint Prostituierte. Aber ich glaube, wir wollen da jetzt erstmal hin, das Ganze planen. Es gibt ein paar Schließfächer und Wertpapiere. Und er weiß, dass man die vorbeischmuggeln kann. Und, es wird nur leicht bewacht. Ich glaube, das ist auch eine relativ leichte Heist-Mission, gerade für den Beginn. Ja, aber, das ist ja so eine Anfangsmission. Aber ich weiß es halt nicht. Ja, ja. Ah, guck mal, man sieht doch, das ist gar nicht in der Stadt. Das ist irgendwo, ja, das ist auf dem Land. Billo-Bank ist das. Alter, Dena, du glaubst gar nicht, wie Bock ich habe. Wie lange haben wir von diesem Moment geträumt, das dass man zu zwei ja. Banküberfälle machen. Und wir spielen seit wie vielen Jahren GTA? Zwei oder drei? Ja, nee, anderthalb. Sagen wir seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren GTA und wollten von Anfang an dieses Zeug haben. Und jetzt ist es endlich da. Richtig cool, ich freue mich mega, das wird richtig geil. Der sagt schon die ganze Zeit, wir reden ja gar nicht mit ihm, aber wir wollen ja reden, aber irgendwie kriegen wir den Mund nicht auf. Aber wir reden doch, der hört uns glaube ich einfach nicht zu. Ja, ja. Der ist... Okay, da... Oh, hier ist die Bank, nee. Hier ist es gleich. Achso, hier ist es schon. Hä, was, wo ist die Bank? Ach, das hier Ding hier. Das ist ja eine richtige Billigbank. Ja, ja. Ja, wir sind da, Lester, was willst du jetzt machen? Okay. Das ist die Fleskerbank. Ah. Okay, eine ganz simple Bank, so eine Dorfbank. Mhm. Die überfallen wir einfach. Zuhören, Kev. Mhm. 167. Mhm. Will also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. We've seen what we're gonna see. Let's go to the bank. Alles klar. Okay, das heißt, wie war die Nummer? 167. Oh, schade, ich dachte, du weißt es nicht mehr. 167. Alles klar. Ich würde sagen, wie ist der Plan, Dena? Weil das ist ja eine... Aua! Lol. Das ist eine relativ... Führe zum Signal, hä? Drücke X, um das Signal zu starten. Hast du schon was zu machen? Was ich bin Snake! Hör, du bist ja schon am Handy, Kev. Was machst du da? Ich muss hier Snake spielen. Sicher? Ja! Ich hab's geknackt. Dann mach das gut, bestimmt hilft das uns. Schaltung komplett. Virtuelles Sicherheitstunnel-Decoder-System ausgelöst. Okay. Hört sich gut an. Also es geht weiter! Oh mein Gott! Kev, du weißt, das ist super wichtig, um das Sicherheitsding von denen auszuschalten, ne? Also mach das gut. Ich bin... Nein! Was? Ich hab noch gedrückt! Schaltung fehlgeschlagen, aber ich muss es schaffen. Kev, soll ich Snake spielen oder wie? Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, weil du fährst. Ja, können wir tauschen. Ich drück... Okay, ich versuch's mal mit den Knöpfen und nicht mit dem Stick. Vielleicht erkennt er das nicht. Ja, okay, mit denen geht's leichter. Da habe ich ja links, rechts, oben, unten, ne? Ja, okay, hier ist leichter. Alles klar, Freunde. Oh mein Gott. Ich finde das einfach nur so geil. Das ist cool, dass sie sowas eingebaut haben. Da muss man auch echt nicht warten. Ja, sind ganz viel Minispiel, aber... Ja, zweites geknackt. Sehr schön. Okay, ein drittes jetzt noch. Mal schauen, was wir gleich alles für Ausrüstung so bekommen. Ja, vor allem ist es die Frage, muss man alle knacken oder je nachdem, wie man es besser knackt, kriegt man dann bessere Sachen? Nein, was du ja gerade machst, das Sicherheitssystem knacken. Da gibt es gerade einfach nur schaffen oder nicht schaffen, glaube ich. Okay, das dritte ist geschafft. Schaltung komplett. Ja, alle drei sind offen. Perfekt. Du musst zuhören, was er sagt. Es ist spannend, ich sehe auch jetzt erst gerade die Schrift, ich bin drüber gewechselt im Bildschirm. Masken brauchen wir irgendwie. Der Rest ist mit seiner Page da und die besorgt uns auch noch Zeug. Ja. Optische Hilfe wäre ganz nützlich. Sagt er. Okay, Kevin, wenn wir geschnappt werden, nichts sagen. Alles klar, natürlich du nicht. Wir sind schweigsam wie ein Grab. Das heißt, wir brauchen Masken, wir brauchen Waffen, wir brauchen Sprengstoff, wir brauchen jemanden, der beobachtet. Ja, ja. Hey,
so wie er das gesagt hat, oder? Da ist eigentlich die Patchen da. Dass sie das Zeug geholt hat hier. Soll ich diesmal fahren, damit du die Sachen machst? Mach. Weil ich habe jetzt dreimal Snake gespielt, das ist richtig cool, so kleine Minigames. Ist immer versüßen, aber ist schon drin perfekt. Bringst du uns zur Wohnung? Zu deiner wahrscheinlich, ne? Ja. Ey, wie fährst du denn? Ja, ich habe diese enge Kurve nicht gekriegt. Wunderbar, 1,2 Kilometer problemlos. Ich bin mal echt gespannt, wie wir das machen. Ich habe ja schon extra schwere Panzerung und so gekauft, als hier im Lademenü war. Ja, wir müssen und wiederhol das Wichtige für mich. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. Mann! Kev! Er hat mir die Vorfahrt genommen. We'd be caught with our pants down and a hard on out to here. Well, also, die sagt im Endeffekt nur den Kaul der Welt. Wir müssen uns andere Sachen anziehen, bla bla bla. Wir brauchen Profis, dies, jenes. Die mag uns nicht außerdem. Ja, die ist halt eifersüchtig, ne? Die sieht halt uns. Oh, die sind schon Level 50, zwei Profis. Nein, sie sagt, wir sind Opfer. Hey, du musst hier links rechts da. Ah, ja, ich seh's das. Das ist noch Aquaplaning, siehst du das nicht? Und die machen sich darüber lustig, dass wir nichts sagen die ganze Zeit, Kev. Das müssen wir ändern. Fahr in die Garage rein. Wir schnacken halt nicht, sondern wir machen halt einfach. Das ist es. Mhm. Wir werden's das ist es. Wir werden es dir noch zeigen. Trophäe freigeschaltet, allzeit bereit. Ja. Yeah. So gefällt mir das. Ah, dein Haus ist aber krass. Mein Haus ist mein Haus. Ah. Oh. Ich hab Platin. Haha. Wieso? Gold. Ich hab Platin. Ach, wahrscheinlich, weil ich einmal dieses Ding gefällt habe, ne? Das kann sein. Kreislauf. Aber ich bin Level up auf 49 jetzt. Okay, okay, okay. Now. Das heißt, jetzt beginnt der Heist. Komm her! Ey, Mann! Erstmal okay, jetzt zurückzuhören. Jetzt geht's darum zu planen, was wir machen und so weiter. Alles klar, dann muss ich den Fernseher lauter machen, weil ich höre nichts. Okay. Okay. Oh Mann, ich hätte den Fernseher ausmachen sollen, man hört gar nichts. Also hässlich ist hier. Ich schreibe einfach an meine Wand, das finde ich nicht in Ordnung. Die ist so hässlich, ne? Boah, er hat schnell geschrieben. Alto Belli. Ey, er hat richtig schnell geschrieben. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Optionen. Man kann jetzt, glaube ich, auch wählen, ne? Wie beim Singleplayer. Mal schauen, was kommt gleich. Wir brauchen erstmal ein schnelles, gepanzertes Fahrzeug. Das besorgen wir. Das heißt, wir holen uns eins von den Koreanern scheinen zu kaufen. Ja. Oder wir klauen es, eins von beiden. Naja, ich glaube, wir klauen das einfach. Sicher? Ja, wir klauen. Ja, das ist besser. Wir brauchen kein Geld investieren. Wir machen noch mehr Plus. Kack Fernseher, Alter. Der läuft jetzt im Hintergrund. Alles klar. Tschüss, tschüss, tschüss. Ist leider das Einzige, was wir machen können. Das heißt, ich finde das so blöd, dass du Platin hast und nicht Gold. Ich hab besser gemacht, du bist scheiße gefahren, du hast mehrere Anläufe gebraucht. Oh, nicht verlassen, nein. Nicht verlassen. Klar. Achso, du musst weitermachen. Ja, ich hab gerade noch keine, die steht noch gerade noch alles. Wir müssen alle Vorbereitungsmissionen abschließen, bevor wir das Raubüberfall-Finale machen können. Ja, bei mir steht nur umsehen, ich kann nichts drücken, weil du ja... Ja, ich weiß, es geht bei mir noch nicht weiter, es kommt so langsam. Doch, schaff den Fluchtwagen für den Fleckerüberfall. Es befindet sich momentan auf einem Parkplatz in Del Perro, in der Obhut einer arroganten Crew aus Little Sio. Ja, alles, was wir gerade hier haben, alle unsere Ausrüstungsgegenstände werden nach dem Raubüberfall vernichtet. Aus dabei, weil es halt alles Beweisstücke sein können. So, das sehe ich gar nicht. Ja, eben, deswegen lese ich ja vor. So, okay. Und ich kann als Anfang aus allen Mitgliedern für Raubüberfälle auswählen. Aber ich wähle einfach nur dich aus. Nur mich? Oh, ist nett. So, also, als nächstes müssen wir die zweite hier machen. Die, und uns dieses komische Auto hier holen. Und weißt du, Kev, weil du dich so gut geschlagen hast und auch so gut zugehört hast die ganze Zeit über allen wichtigen Sachen, denke ich mir, ich mache das nochmal mit dir. Das ist nett.
Und du wirst nicht enttäuscht sein. Wir werden das definitiv schaukeln, das Baby. Das wird eine spaßige Sache. Alles klar, Kevin. Siehst du, wie wir aussehen? Ja, yeah, Mann. Wir können es ja umändern. Kleidungsstilband. Wieso bist du vorne? Keine Ahnung. Ich will auch so eine Mumie. Ah! Tüte über den Kopf. Das war cool. Das war fresh. Tüte über den Kopf. Lol. So. Ah, hier. Beide Banditen. Das sieht cool aus. Hose ist nicht so cool, aber obenrum ist cool. Ja, ohne Witz, wir sind richtig wie so ein Heft. Ja, wir sind wie ein Heftpflaster angezogen. Richtig gut. Richtig gut. So. Oh. Zwei Boys, die nichts im Schild. Warum sind unsere Masken denn weg? Wie kann man Masken anziehen, Kev? Das geht doch irgendwie. Ich weiß es nicht. Dann komm bei mir mit, bei meinem Auto. Hä? Mir wurde gesagt. Wir können den beide stehlen. Falls er wegfährt, haben wir beide. Ah, ja, komm. Team Leben nur ein, mein Freund. Mann. Ich hätte den Sensor nehmen sollen. Ich weiß gar nicht, wieso du da zuhören willst, sehen. Das ist hier Routine. Na, bei allererster Haube müssen wir auch mal zuhören hier. Vorsicht, Kev, sondern jetzt keine Aufmerksamkeit erregen. Fahr ganz langsam hinter mir her. Ich bin der Anführer dieses Mal. Du kannst von anders Anführer sein. Okay, ich muss erstmal auf die Spur wechseln. Ich bin hinter dir. Fahr. Okay, wir fahren jetzt ganz normal, okay? Ja, okay, alles klar. Wir haben nichts im Schilde. Blinker setzen. Tick, 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 tick. Kann man nicht Licht ausmachen? Ich hab meine Maske aufgesetzt. Wie kannst du Maske aufsetzen? Ja, liest du mit, dann hättest du es gesehen. Das ist der Beweis. Der hat dich selber aufgesetzt. Spiel den Corona. Stopp, 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 ey! Wieso bremst du auch mitten in der Kurve? Weil ich Stopp gesagt hab! Komm schon, ich hupe gleich! Du bist unprofessionell, Kev! Du bist zu langsam! Und hier aussteigen, Kev! Alter, du kannst dich noch immer wieder gegen mich gegenfahren! Bin ausgestiegen! So, kommst du mir! Hol eine Waffe dir raus! Welche? Weiß ich nicht! Hab nimm eine. Sowas wie eine MP. Ich nehme die Sturm-MP. Hab eine. Schön vorsichtig hier mit der Ecke. Erstmal gucken. Weil ich lass dich vor. Wie gesagt, ich bin nur das Geballer. Du bist das Hirn. Ja. In dieser Mission. Aber das musst du auch verinnerlichen. Ja, ja. Baller, baller. So, hier noch weiter hoch. Ich bin hinter dir her. Pass auf, weil jetzt können gleich die Leute kommen hier. Noch erwarten die nicht, dass wir kommen. Das ist unser Vorteil, Kev. Das darf man nicht so leichtfertig verschenken. Stopp, 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 Kev, Kev, Kev. Ich bin genau hinter dir. Ja, aber geh an die Wand. Ja, ja, die sind noch rechts. Geh nicht hier, geh so ran an die Wand. Bin da. Die sind direkt dahinter, Mann. Ja, ich seh dich doch. So, pass auf mein Kommando gleich. Schießen wir, alles klar? Auf mein Kommando schießen wir auf alles, was wir sehen, okay? Eins. Alles klar. Zwei. Eins, zwei, drei. Aber alle töten! Alle töten! Oh. Da hinten. Sehr schön. Oh, ey, da sind voll viele. Oh, ich muss mich hier verstecken wieder. Oh, da sind sehr viele insgesamt. Okay, aber die kriegen wir alle hin. Kein Problem. Ja, haben wir gut gemacht. Nachladen. Vorsicht, links einer. Ja. Da, ja. Gut. Oh, Vorsicht, der Wagen, den Weißen nicht mehr anschießen. Hier liegt noch einer. Ich hoffe nur, dass wenn der Weiß jetzt explodiert, dass sie nicht unser Wagen auch kaputt geht, den wir klauen sollen. Okay, alles klar. Ich habe ihn getötet, da ist keiner mehr. Ist es der hier? Der hier? Der hieß nicht aus. Ich hab ihn, das ist der hier, nee. Ah ja, okay, okay. Ich bin drin. Aber! Oh mein Gott, Vorsicht. Das war ein Grafikbug. Du warst bei mir an der Seite noch, du bist weggeflogen. Rückwärts, fahr weg vom weißen Auto und explodiert das. Boah. Okay, ich hoffe, die blocken uns jetzt nicht den Weg ab, ne, weil... Ja, ich glaube, da kommen noch welche. Oh mein Gott, ich bin natürlich... Fahr einfach runter, Kev. Oder lass mich fahren, wenn du nicht fahren kannst. Nee, ich bin der Geisterfahrer. Ich glaube, damit rechnen sie. Hä?
Oh Gott, das ist echt blöd, ey. Unser eigener Wagen vorgestellt. Ach, Herr F.E., wir sterben jetzt wegen dir. Ich sterbe doch nicht. Ich musste dir noch tot fahren. Entspann dich. Nee, die schießen die ganze Zeit auf mich. Hol lieber deine Waffe raus. Ah! Drück X, Kev. Drück X zum Duken. Alter, ja, ich duke mich. Nie wieder fährst du beim Raubüberfall. Alter, ich bin so Zucker gefahren, muss ich mal sagen. Dena, du bist ein kleiner Miesmacher. Wir sind doch heil rausgekommen, oder? Kev, wir sind noch gar nicht heil rausgekommen. Und du weißt, wenn wir sterben, müssen wir nochmal das von vorne machen. Und da hab ich ein bisschen Sorge vor. Dieser scheiß Wagen hat mich abgedrängt. Entspann dich einfach und verteidige. Wenn unser Wagen nicht so gepanzert wäre, wären wir schon tot. Nee. Doch, Dena, Kev. Du machst dir zu viel Sorgen. Lass das sein. Du bist schon richtig scheiße gefahren. Guck dir das an, Zucker. Geht ja gut ab. Guck mal, hinter uns sind ganz viele Leute. Vernichte die, Dena. Ja, wir dürfen uns nicht von den Kopf schnappen lassen. Du machst ja nichts. Gesagt. Hinter uns sind die Leute. Ja, schieß doch auf die. Ja, vernichte die mal. Schön auf die Reifen. Ja, die haben vielleicht kugelsichere Reifen. Fahrer erledigen oder so. Das kriegst du hin. Aber nur noch 700... Nur noch 700 Meter. Naja. Oh. Die Frage ist, dürfen die sehen, wo wir hinfahren? Okay! Kev, der hat extra gesagt, wir dürfen ihn nicht kaputt machen, Mann. Der ist doch nicht kaputt. Der ist sowas von kaputt. Kev, du fährst nie wieder. Dena, entspann dich jetzt mal ohne Witz. Snare. Wenn du ordentlich fahren willst, könnte ich mich entspannen. Ist doch scheißegal. Hier rein, fahr hier rein. Ah! Ja. Vernichte doch die Letzten, oder? Wo wir die alle im Leben lassen. Rennen. Das sind Zeugen. Links. Gut! Alter, jetzt komplett zerstört der Wagen! Perfekt! Ja, jetzt lacht die uns jetzt aus, zu Recht! Bin ich gespannt, was sie sagt. Oh Mann. Siehst du, das ist doch wieder heile! Ich wusste es! Tipp, top und. Was? Besser als du, Junge, sag ich doch! Unverhofft 10, Alter! War Künstler OP! Ich bin so Zucker gefahren, das Spiel hat das jetzt bestätigt, Freunde! Und ihr könnt doch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ich bin nicht der beste Fahrer, aber es war witzig. Und weil das war der erste Teil von Heist Mission. Wir sehen in der nächsten Folge, die in 3 Tagen kommt, wie es weitergeht. Schaut auch bei Kev vorbei, Link zu ihm ist in der Beschreibung. Das gleich bei denen natürlich auch. Und wenn es euch gefallen hat heute mit unseren ersten chaotischen Versuchen bei den Heist Mission, dann drückt den Daumen nach oben. Wir schaffen das auf jeden Fall irgendwie, Kev. Aber ich bin das nächste Mal Fahrer, das weiß ich jetzt schon. Wir machen Schickschack schon, wir regeln das noch. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Jorges. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.